erstmal eine Pause machen. Den Rücken tut mir heute so weh von die Putzerei. Außerdem will ich jetzt so nicht über Filme quatschen. Wenn mein Chef das wieder hört, das musst du ja nicht jedes Mal mitkriegen. Ach, ich hab wieder einen Film gesehen mit deutschen Filmen. Deutsche Filme sind ja nicht so mein Ding, aber das mit Olle Hallervorden, das war recht gut gemacht, muss ich sagen. Der Olle Didi kennt man ja nur als Komödientype. Dass der so einen sensiblen, liebevollen Ehemann spielt, hätte ich nicht gedacht. Naja, Geschichte, kurz erzählt. Er und seine Frau müssen ins Altersheim. Natürlich ungerne, wer will schon gerne in so ein Heim? Der fühlt sich da ganz unglücklich und seine Frau auch. So, heute basteln wir mal Kastanienmännchen. Ja, und dann singen wir fromme Lieder. Na, das stand dem ja bis oben. Er war ja so 1956, hat der mal als Marathonläufer Goldmedaille gewonnen. Und um den ganzen Scheiß aus diesem Altenheim zu entfliehen, aus dieser Einöde da, aus diesem, wie man diese erwachsenen Menschen wie kleine Kinder behandelt, denkt er sich, na, fange ich doch mal wieder an zu laufen. Jetzt geht er jeden Tag keuch, keuch, keuch in den Garten, rennt wieder und rennt und rennt. Er will nämlich noch einmal probieren, ob er beim Marathon wieder Sieger wird. Na, seine Frau ist ja nicht davon begeistert, dass der da anfängt. Aber so nach und nach gewöhnt sich dran, steht da mit der Stoppuhr, feuert ihn an. Na, Sie müssten mal sehen, die anderen Leute im Altenheim, wie die den über den lachen und denken, na, sagen Sie mal, der hat ja eine Macke, der alte Sack Luft hier. Aber langsam gewöhnen auch die sich an ihn. Naja, das Ende vom Lied. Er gewinnt natürlich. Und was hat ihn ganz besonders angespornt? Nachdem seine Frau dann leider Gottes gestorben ist, wollte er nun erst recht gewinnen. Also ich muss sagen, der Film ist richtig gut. Was mir gefallen hat, ist, dass er nämlich die Situation in den Altenheimen mal so richtig aufs Korn nimmt. Ich glaube, wenn man nicht steinreich ist und in einer alten Residenz sein kann, ist so ein Altenheim bestimmt die Hölle. Das gibt bestimmt Ausnahmen. Klar, ich habe eine Freundin, die ist auch in so einem Heim. Dauernd ruft die mir an und erzählt mir, wie furchtbar das da ist, wie sie behandelt wird, was für ein scheiß Fraß und so. Na gut, das führt jetzt hier zu weit. Jedenfalls kann ich den Film mit Olle Hallervorden empfehlen. Ich meine, ihr könnt ja über Hallervorden Geschichten erzählen von früher, aber das lasse ich lieber sein, sonst verbrenne ich mir hier noch mein Maul. Ja, also sein letztes Rennen kann man empfehlen. Schöner deutscher Film, gut gemacht. Also nicht so eine Katastrophe, wie die meisten deutschen Filme sonst sind.